spontan quick and dirty. Also, das ist offensichtlich Wasserkühlungsflüssigkeit. Was will ich damit? Natürlich meinen Rechner betreiben. So, habe ich mir gedacht, mache ich mal, klatsche ich rein. Rot ist so der beste Farbe. Mein System ist rot, hau ich rein. Hat ziemlich viel gefressen, wie man hier sieht, ein bisschen mehr als 2,5 Liter. Und dann habe ich mir so gedacht, wäre schön, wenn es leuchtet. UV ist gut, weil ich habe Wert darauf gelegt, so, was hat es denn? 3 Jahre Garantie, super geil. Hast du nicht gesehen? Korrosionsschutz, Algenschutz, Schutz vor Bakterien, Schutz vor allem, was muss ich schützenswert. Besser als Weihwasser. Und dann habe ich mir gedacht, so, UV. Also, UV-Fläschchen zusätzlich geholt. Sollen wir nicht machen, beim Mischen schlecht. Steht überall drauf, Mischen schlecht. Ja, und dann habe ich doch gemischt und habe gemerkt, leuchtet nicht, ne? Und dann habe ich gemerkt, ich nehme das Ding so, wie es ist, leuchtet nicht. Also habe ich hier ein bisschen Wasser rein, leuchtet nicht. Also UV-Schutz von UV Fluid Red heißt die Firma bestimmt. Amazon, super Firma. Scheiße. Geht nicht, will nicht, kann nicht. Werde ich irgendwann austauschen. Aber der Grund, warum ich Video mache, ist wichtig. Ihr solltet fertiges Flüssiggemisch, ich nenne es mal Gemisch, kaufen. Ilka Cooling ist das jetzt von mir. Und wenn ihr nämlich nicht fertige Flüssigkeit kauft, sondern selber mischt, könnt ihr auf einige Probleme treten, richtig drauf treten. Weil ihr nicht drüber stolpert, weil das richtig mies ist. Und zwar, ihr nehmt destilliertes Wasser. Wenn ihr schon mal normales Wasser nehmt, ist es noch beschissener. Und ihr mischt es. Ihr mischt es mit Korrosionsschutz, mit Algenschutz, mit Tierschutz, mit was auch immer. Ihr verpanscht die Flüssigkeit. Und dadurch, dass ihr die Flüssigkeit verpanscht, ist es nicht gegeben, dass sie sich hundertprozentig mischt, gemischt bleibt, wie lange sie in dem Zustand bleibt, ob sie flüssig bleibt, ob sie gerinnt, ob sie kleine Klümpchen bildet, euch die Blocks verstopft, was auch immer macht. Ist ja erstens keine Garantie drauf, auf dem Zeug hier ist ein 3er Garantie. Und da komme ich dann zum nächsten Punkt. Lest die Beschreibung von diesem Zeug. Weil das hier ist jetzt eins mit 3er Garantie im System. Ich habe im Internet andere gefunden, wo keine Warnung dabei steht, wo da einfach drauf steht, Superkühlflüssigkeit. Leuchtet, ist alles geil, Farbe. Ja, aber es steht nur auf einer einzigen Seite von 12, wo ich die Flüssigkeit gesehen habe, dass diese Flüssigkeit nur 14 Tage im System bleiben sollte, weil sie sonst gerinnt und euer System kaputt macht. Oder die Blocks angreift oder Korrosion verursacht oder was auch immer. Weil nirgendwo die Beschreibung drin steht. Man denkt sich, hey, ich bestelle mir das, dann kommt das nach Hause. Dann müsste doch alles, was ich wissen will, auf der Anleitung stehen, dabei ist. Da ist keine dabei. Nie ist da eine Anleitung dabei. Gar nichts. Das ist nur die Flasche. Und dann denkst du, oh cool, ich kipp's rein. Aber ob ich weiß, was ich mir da reinkipp, weiß ich eben nicht. Und genau aus dem Grund überlegt euch gut, lest euch durch, was ihr reinschüttet, mischt am besten nicht selbst, sondern nehmt ein vorgefertigtes Gemisch, puncht es nicht nach, wie es ich nachgepuncht habe und dann seid ihr gut bedient. Meistens ist es auch besser wie die anderen Sachen, da minus 3 Grad und 90 Grad Maximum und Minimum. Das ist besser als destilliertes Wasser, Wasser jeglicher Art oder was auch immer. Außerdem lese ich mal nach, aha, ROH heißt Compilant, ist bestimmt voll wichtig, ist egal, aber auf jeden Fall ist das Zeug biologisch abbaubar und das innerhalb von 90 Tagen. Das heißt, wenn ich das wegschütt, das ist zwar irgendwie XN reizend, nicht so ganz gesund, aber wenn ich es wegschütt, nimmt die Umwelt keinen Schaden. Ist mal was.